So, Tag Nummer 5 von unserem kleinen Trip hier in die Wüste. Wie ihr seht, sind wir jetzt auch langsam angekommen hier in Utah auf dem KOE, dem Campingplatz. Und wenn ich das hier jetzt mal so in den Hintergrund drehe, dann seht ihr eigentlich, dass wir hier umrandet sind von wunderschönen Bergen, Red Rocks und auch noch so, ja, dem einen oder anderen Baum, der hier Schatten spendet, ist natürlich aber auch alles künstlich, weil im Normalfall ist diese Region halt recht spärlich bewachsen. Aber generell gilt halt schönes warmes Wetter, alles schön trocken und ich nehme euch jetzt mal mit auf unsere erstmal letzte Etappe für die nächste Woche zum Lake Powell und da werden wir jetzt die nächsten, ich würde mal sagen, 5 Tage verbringen. Wir haben uns ein Boot gemietet, werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Dann sehen wir uns nach der nächsten Hyperlapse wieder. I know you feel it in the nighttime. And you've given all your days while they were waiting on the right time. You went and made your wave. I don't need reasons to live. There's no reason to quit. It's all I know. So once again, I'm going with the summer. Was eine Kulisse. Gone with the summer. Once again, I'm gone with the summer. They be trying to count us out, we highly in doubt. So, wir sind jetzt hier nochmal beim Tanken. Diesmal aber nicht, weil wir leer sind, sondern weil wir fahren jetzt zu unserem Campingplatz in Halls Crossing. Und dort haben wir jetzt für hunderte von Meilen keine Gasstation bzw. Tankstelle. Und dementsprechend tanken wir jetzt nochmal voll und sehen zu, dass wir nicht auf halber Strecke liegen bleiben oder sowas. Und ja, nochmal, wir waren ja noch gar nicht leer und dementsprechend wird das jetzt wahrscheinlich nicht viel mehr werden als, weiß nicht, 20 Gallonen oder so, wenn überhaupt. Und dann machen wir uns, wie gesagt, weiter noch einen Weg. Ihr müsst euch echt mal die Landschaft hier angucken, das ist einfach traumhaft. Also da weiß ich gar nicht, was ich da anders zu sagen soll. Rundherum diese ganzen Red Rocks. Wir sind jetzt hier am Rande des Arches National Parks und es ist einfach traumhaft. Ja, $71, 20 Gallonen, knapp, also 19,3. Ist ja das, was ich ungefähr gesagt habe. Also langsam habe ich das Biest, glaube ich, im Griff hier. Naja, runterkommen muss man noch mal wieder, ne? Da oben, alle machen Fotos da oben. Super geil, Natural Bridge. So, ich gehe jetzt da runter und mache dann auch noch.
noch mal ein paar Fotos von meiner Familie da oben von unten durch den Ort durch. So, während ich jetzt noch warte auf meine Familie, bis sie wieder vom Berg runterkommen, kann ich euch eigentlich mal kurz zeigen, wie wir uns hier vorbereitet haben auf ja, die Wüste, ne? Wo es keine Einkaufsläden gibt. Wie das ja schon im anderen Video mal betont habe, haben wir hier erstmal ja, Vorräte für 4 bis 5 Tage eingekauft. Ja, alles, was gekühlt werden muss, hat reingepasst, glaube ich. Und das werden wir heute Abend noch trinken, also ich auf jeden Fall. Und danach kommen in den Kühlschrank. Die Griffe ist auch voll, hier so TV-Dinners, sogenannte TV-Dinners, halt Mikrowellenfutter, ne? Das ist hauptsächlich für mich. Und dann haben wir hier noch so einen fetten Cooler. Und da kommen jetzt die ganzen großen Getränkeflaschen rein und da landet dann auch später noch das Bier und so weiter. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, da sind wir noch oben mit dem Ark. Ja, Family müsste jetzt jeden Moment über die Straße rennen und dann fahren wir auch direkt weiter zu unserem nächsten Campingplatz. Somehow, don't let me go, I need
Okay, jetzt sind wir endlich angekommen an unserem Hauptziel, Holt's Crossing in Utah. Und es hat ungefähr nochmal gute 5-6 Stunden gedauert. Wir haben zwischendurch auch nochmal angehalten und haben ein paar schöne Fotos gemacht. Und wie gesagt, generell muss man sagen, man ist hier schon ziemlich weit draußen. Mir gefällt das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich werde auch nochmal euch ein paar Fotos davon zeigen, aber im Endeffekt ist es so, man ist hier wirklich ganz weit weg von der Zivilisation. Das Cellphone-Signal, das heißt also Mobilfunk, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also wenn man nahe der Tür bzw. der Sender ist, das heißt also wir haben hier einmal das Marina, also den Hafen, und einmal das Office vom Campingplatz, die wohl beide einen Cellphone-Tower beinhalten, auch wenn es nur ein kleiner ist. Da hat man hier 3G. Ich weiß nicht, die Älteren unter euch werden sich nur erinnern, was 3G ist. Also so dolle war das nicht. Und gerade mit modernen Smartphones ist das natürlich nicht viel an Daten, was man da übertragen kann. Also ich würde sagen, so zum Telefonieren oder Textnachrichten reicht es so gerade eben. Aber wenn man hier wirklich irgendwas machen möchte, so wie zum Beispiel YouTube-Videos hochladen, dann ist das eher Essig hier. Und wie gesagt, also die Landschaft hier ist einfach nur super schön. Frauen, die Kinder sind schon im Wasser. Und ich fliege hier ein bisschen mit meiner Drohne rum, das mache ich halt gerne. Und ansonsten würde ich sagen, werden wir hier außer Boot nicht viel zu tun haben. Wie ihr seht, seht ihr wieder nichts. Nur diesmal ist das Nichts voll von Wüste. Unser Marina, wo wir das Boot gemietet haben, ab morgen für 4 Tage, und unser Campingplatz sind so ungefähr 1,5 Meilen auseinander. Das heißt, da kann man auch nicht mal so eben hinlaufen in der knallenden Sonne, hier in der Wüstensonne. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das Boot abholen, müssen wir mit unserem Wohnmobil runter zum Boot fahren, zur Marina. Das Wohnmobil dort abstellen. Jetzt habt ihr ja gesehen, wir haben ordentlich eingekauft hier. Ich kann euch auch nochmal das mal sagen, so wie ich das in dem ersten Video auch gesagt habe. Also wir haben jetzt für 5 Tage Lebensmittel eingekauft und ich war ziemlich genau da, wo ich habe es eigentlich so ziemlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Also wir haben jetzt bezahlt $426. Ja, das beinhaltet jetzt Essen und Trinken für alle für 5 Tage und eigentlich genauso wie zu Hause auch. Kühlschrank ist wie gesagt voll. Ich habe mich darauf konzentriert, dass ich hier so viel wie möglich Lebensmittel kaufe, die nicht in den Kühlschrank müssen, weil wir halt limitierten Platz haben im Kühlschrank und der nächste Supermarkt von hier aus so gute 85 Meilen weg ist und da möchte man natürlich auch nicht jedes Mal einmal am Tag hinfahren. Eigentlich möchte ich überhaupt nicht hinfahren in den 5 Tagen, wo wir hier sind, denn direkt nachdem wir von hier wieder wegfahren, fahren wir zu den Vermilion Cliffs und das sind so ungefähr 300 Meilen von hier und unser Campingplatz hat auch eine Tankstelle. Das ist auch die einzige Tankstelle hier im Umkreis von, sage ich jetzt mal, 200 Meilen. Das wurde auch so angezeigt, als wir hier auf die Straße aufgefahren sind. Wir tanken voll, wenn wir hier abhauen. Also jedes Mal, wenn wir zur Marina hinfahren, müssen wir mit einem vollgetankten Tank dort ankommen und dann lassen wir den Generator laufen, damit der Kühlschrank kalt bleibt. Ansonsten haben wir alle unsere Lebensmittel verdorben abends, denn es wird hier gerne mal 45, 50 Grad warm, gerade in einem Auto bzw. in so einer Kiste wie dieser. Da muss man schon aufpassen. Das dementsprechend kostet natürlich auch Geld. Man muss den Generator laufen lassen die ganze Zeit. Der verbrennt hier ganz normalen Sprit. Wir haben das gesehen. Es macht so ungefähr, so ein paar Gallonen pro Stunde werden wir schon verbrauchen hier. Und dementsprechend würde ich halt gerne den Tank voll haben. Jedes Mal, wenn wir dort am Marina das Boot abholen. Denn mitunter werden wir schon mal so 6 bis 8 Stunden auf dem Wasser sein. Natürlich auch zwischendurch mal Pause machen in den diversen Canyons, aber generell werden wir eine Weile weg sein und das ist natürlich was, wo man vorsorgen muss. Morgen und die nächsten Tage werden unsere Videos dann mal etwas anders ausfallen. Also es gibt hier keine
Hyperlapses von irgendwelchen Fahrten, so wie die letzten 5 Tage, sondern ich werde euch mal mit aufs Boot nehmen, ich werde euch mal mit in die Welt des Lake Powell nehmen, mit in den Glen Canyon, und dann könnt ihr euch mal ansehen, ja, was da so alles lebt in der Wüste. Und bis dahin würde ich sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch mal ein Like da und vergesst nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu klicken, sodass ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade.